Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die weitere Folge hier, gerade von Thüringen, Version 3.1. Ja, ich habe den Milchfahrer gefunden und der ist zufälligerweise schon mal hier beim Abladepunkt. Dazu werden wir gleich mal den Punkt einfahren. Da können wir ganz kurz Anhänger wechseln. Den G-Punkt, ne, den den Anhänger anwählen, ne, kurz den Milch auskippen. So, dann kann man schon mal gucken. Beladen ist Milch Hof 3. Jo. Finde ich jetzt nicht, aber Abladen ist 400 Futter Ankauf. Und zwar. Oh, sind die Preise gestiegen? Achso, ist ja ein größerer Anhänger. Ich wundere mich gerade, so viel Geld. 400 Ballen Ankauf. Nee, Futter Ankauf. Hier kann man Futter ankaufen. So, und dann hier Pferdestall. Muss ich mal sehen. Also ich fahre mal selber zurück. Damit ich auch den Punkt erwische, wo er jetzt wegen Beladen, ne? Ich habe ja gestern festgestellt, dass die anderen Anhänger sich da nicht alleine beladen, ne? Und der jetzige Anhänger, der Steueranhänger, der macht das. Ist ein bisschen groß für die Kurve und so. Könnte sein, dass nicht funktioniert. Dass ich da wahrscheinlich einen anderen Anhänger nehmen muss, der ein bisschen kleiner ist. Aber mal schauen. Hier sind überall Kurse eingefahren, das finde ich gut. Auch recht gerade, hätten die Sinn gekriegt. Ne? Gerade in den Kurven, wo man entsprechend hier mit Lenkung mal zu viel greift. Ne? Also, ja, ne? Also das ist gut eingefahren. Muss ich kurz überlegen, wo ich am besten fahre. Am besten oben lang, also links geradeaus. Also, hier beim Verkaufshalle Müller vorbei. Den heutigen Tag mal kurz über die Runden kriegen. Liegt noch ein Ball im Weg, da ist nicht gut. Muss ihn abholen. Ich habe noch drei liegen lassen, weil wir kamen die nicht raus auf dem Anhänger. Der ist ein bisschen besser geeignet fürs Fahren. Der ist ein bisschen kräftiger durch den FPS. Aber für Stroh, da ist das Massefähiger schon ausreichend, weil der hier nicht auffahren muss. Ne? Ich meine, ab und zu mal wird er fahren am Tag. Und das geht schon. Und diese Wiesen nutze ich sowieso höchstens als Wiese, mache ich auch meistens selber. Und abfahren, ja, als Ballen, da braucht nicht so viel Anschlüsse. Hier Feld 12, ja, da werde ich mal. Ja, nutzen müssen, ne? Ist ja halt so. Oh, und hier habe ich ein erstes Problem mit dem Förderband. Da gibt es Probleme. Ja, da weiß ich nicht genau, wie ich lösen soll, weil das ist ein bisschen ungünstig, ne? Das ist auch ein Glück, ich höre genau die andere Richtung. Dann müssen wir mal hier rum wieder am Baum vorbei, gerade so. Weil ich weiß nicht genau, ich muss schon mal in die Richtung fahren, wie der Kurs ist. Sonst kann ich da oben kann ich nicht schlecht wenden. Ne? Ja, Feld 38 aktuell noch fleißig und schon verarbeitet Mist. Ich bin eigentlich alles schon weg. Der Gärrest habe ich auch schon. Das erste Schild aufgestellt, wie viel ich ungefähr habe. Um mal mit Gärrest düngen zu können. Ne, das dazu. Hier hat er auch diese Kurve gefahren. Ja, ist okay. Zufälligerweise hier am Kalk. Der, na gut, der Punkt wird immer wieder nicht genutzt. Also ich kriege kein Fahrzeug rum. Ja, im Großen und Ganzen ist das schon okay. Wie gesagt, da wird er wahrscheinlich auch durch die Halle gefahren.
Und da muss ich sehen, dass die Anhänger nicht so klein sind und dass ich da nichts das Problem kriege. Eigentlich bin ich ganz gut mit dem Traktor gefahren bis jetzt, weil die sind ja ein bisschen wendiger wie der LKW. Und nicht so, nächster Punkt, Milch abholen. Achso. Ja, abholen Milch, ja genau. So. Hätte ich auch so geschrieben, ne? So. Aber wo genau abschauen? Hoch 5, hoch 3. Milch abholen, ja genau. Milch. Und einschalten. Ja, und das klappt. So, das funktioniert. Die kann man ja gut guckt. Jetzt brauche ich unseren zweiten. Ich brauche den LKW für den unsere Pflanzenschutz. Den muss ich natürlich zum Feld dazu fahren. Entschuldigung. Hab mich wieder gefreist, das Spiel macht ja ein bisschen auf. Ich koche ja ganz gerne meine Woche voraus. Das würde ich am Sonntag auch wieder machen. Dass ich nicht noch eine Schicht komme oder vor der Schicht entsprechend mir nicht lange kochen muss. Oh, die Flügel muss ich wegbringen. Das mache ich jetzt mal mit starkem Bauer. Und die brauchen auch noch einen Platz, ne? Also das ist so im Großen und Ganzen nicht günstig. Aber ich brauche die Flüge. Ich weiß nicht genau. Gut, der wird da lang. Ob das später Förderband muss. Hier habe ich das eingelagert. Ich müsste dann noch was kaufen. Oder ich habe noch mal einen globalen Markt von der Marsch. Ist aber nicht viel. Das lohnt sich, gut dahin zu fahren. Der Kollege kann sich nicht entscheiden. Das dauert ein bisschen länger. Ist aber okay. Ich sag mal so, lass ihn in aller Ruhe fahren. Ich habe dafür im Großen und Ganzen keine Zeit. Da ist noch eine Stimmersteuer. Der kann dann auch gleich loslegen, ne? Sobald das mit dem Kopf bekämpft ist. Erste Runde schon gefahren, um dunkel zu sehen. Das ist gut, das passt. Dann müssen wir dann sehen, dass wir auf Feld Nummer 60 gleich entsprechend in Gang kriegen, ne? Da muss ich mal gleich mal sehen. Ja, Bretter zum Sägewerk der Palettenhäcksler dann haben, ne? So. Ja, hier gibt es viel zu tun. Viel zur gleichen Zeit. Ja, die. Das sind die. Die lieben Balken. Sobald die dummerweise fertig sind. Der wäre nicht an, gibt's doch gar nicht. Da doch. Ich habe nämlich bei der alten, beim alten Sägewerk das Problem gehabt, dass zum Beispiel diese Balken konnte nicht verwerten. Ich hoffe, dass von Händler keine auftauchen. Denn das kam nämlich auch vor, dass dann, weiß ich hier, 20, 30 Balken beim Händler rumgelegen haben, also rumlagen. Ich habe die ja weder hingefahren noch weder ja, hingeschickt, kann man sagen, ne? Und schwuppdiwupp haben die mir da gestört. Ist mit drei Balken ganz schön wenig Platz. Wenn man hier mit fünf fährt, geht hier ruckzuck und weg. So. Holzbalken ist ein Netz und das ist noch nicht ein kleiner hier. Noch nicht voll. Da kann man ganz gut Geld verdienen, aber wie gesagt, da muss halt. Sägewerk ist auch. Mal gucken. Ich brauche die Paletten für. Ja. Später für den Schlachthof, ne? So, geht jetzt mit nichts. Da kann man Holz verkaufen und hier kann man wahrscheinlich. Keine Ahnung. F1.
kann man nicht erkennen. Pflanzenschutzmittel ist bei 60% ungefähr. Holzbalken, Produktionsmenü. Achso, hier kann man das machen. Gut. Ist aber nicht meine Absicht. Ich wollte mal ein paar Bretter wegfahren. Mit einem Stapler. Der macht sich dafür ganz gut. So. Ich wollte eigentlich nicht die mit dem Dings fahren. Ey, mal kurz mal die Punkte ausmachen. Da habe ich festgestellt, das ist leistungsfressend, diese Augenreichpunkte. Aber gut. Wenn man das weiß, dann geht's, ne? Kann man es deaktivieren. Das ist mit dem Starter ganz gut. Das funktioniert auch. Die wollte ich eigentlich zwei Stück mitnehmen. Im Grunde habe ich früher immer den Faktor genommen, der aktuell Unkraut bekämpft. Mit diesem Blick wäre der Starterfahrer neidisch, aber in der Firma. Es sei denn, die müssen ja ganz hoch stapeln teilweise. Ey, das ist eine Herausforderung seit hier. Gerade Übung. Ich hab doch ein bisschen zu hoch angesetzt. Wir waren am Holz drin. So. Soll die 2000 jetzt irreführen? Das stimmt ja gar nicht, ne? Also können wir einen Sprung gleich zwei fahren, ne? Oh, fahren nicht runter. Normalerweise sind die so schwer, die fahren nicht runter normalerweise. Gut, wenn man die Kurven zu eng fährt, wahrscheinlich schon, aber das machen wir noch nicht, ne? Die Krähe ist wie eine Ratte, die im Bauch hier an der Wand runterläuft. So. Das Erstaunliche, jetzt kippt er ab. Jetzt kriegt er ein bisschen hoch. Mal zu sein. Aber für... Dafür reicht's. Ich brauche nicht viele Paletten. Das ist ja nur... für die erste Produktion das war, ne? Da wollte ich mir noch Schafe anschauen. Da wollte ich mal gucken. Wir haben jetzt mit dem Cooling. Bei Gelegenheit Schafe. Habe ich auch richtig gefahren mitten? Ja doch, oder? Richtig gefahren. Ich dachte schon verkehrt gefahren. Das wäre was geworden. Na gut, wir haben uns zurückgefahren, ne? Doch, richtig. Die zweite Runde. Das ist gut. Das andere ist schon fertig hier. Das Getreide hier. Den Inhalt kann ich nur sehen, weil ich entsprechend daran bin am Anhänger. Ne? Leider hieß eine Anzeige. Das glaube ich jetzt aber nicht. Hätte ein bisschen am Rand ein bisschen mehr nacharbeiten können. Gut, nicht zu spät. Das wäre eine andere Wachstumsstufe jetzt, das ist ungünstig. Da könnten wir bald noch was nachkaufen. Wenn wir ganz kurz zum Feld 38 fahren, Profi ist bei 42%. Dann werden wir uns den zweiten. Fahren wir drüber, ne?
Hat er schön Verschleiß. Kommt er kaum vorwärts. Ja, ist ja ein bisschen Realismus. Ein bisschen Realismus ist gut. Aber bitte nicht so viel. Gibt ja diesen Bodenmessgerät. Für später mal, was ich hier nutzen werde. Um herauszufinden, wie viel gedüngt werden darf und wie viel nicht. Und das ist soweit so gut. Aber der hat einen sehr kleinen Radius für Einmessen. Da habe ich jetzt mal kurz probiert, um den Radius zu vergrößern. Etwas. Leicht etwas. Und jedenfalls, ich würde es ja hier ist es aktivieren, wenn wir zum Beispiel die Ernte abgeschlossen haben. Zumindest Mais und Sonnenblumen und Weizen und Getreide. Also Weizen und Gerste. Ich muss unseren anderen Steuer suchen. Der fährt auch ganz schön langsam deswegen hier. Der macht auch nur 10 km/h. Weil er hier schlupft, ist es glaube ich 19%. Also die Kraft, die er nicht anwenden kann, die. Dann werden wir den mal auf Feld Nummer 60 fahren. Motor starten, ja. Die 8%, ich weiß nicht genau. Weiß nicht genau, welcher Wert hier nicht genau ist. Der eine Wert ist ja, also der, wo der Reifen sich durchdreht. Und der andere Wert ist eigentlich der, wo die Reifen einsacken. Ist klar, mit Pflegebereifung ist ja entsprechend da entsprechend hoher Wert. Ich denke auch, wenn die Regen wäre zum Beispiel und der Boden nass wäre, dann wäre das noch schlimmer. Im Ganzen. Ja, hier ist Klee. Ja, suchen wir das vierblättrige. Das kann man schön erkennen. Hülsenfrucht. Klee aktuell. Ja gut. Das soll ja auch Dings werden, ne? Ballen, Silageballen für die Kühe. Theoretisch. Oder für die BGH, mal sehen. Weil die BGH zahlt ja für Gras ja im Grunde nichts und für Silage entsprechend mehr. Also für Klee und Luzerne, da ist ein bisschen mehr bei. Wahrscheinlich höheren Eiweißgehalt oder so, keine Ahnung. So, kurz mal auf Feld 60 fahren und dann haben wir wieder eine Folge geschafft. Die Zeit vergeht aber auch. Wahnsinn. Ja, heute ist glaube ich Freitag und heute mache ich die letzten Folgen fertig für nächste Woche eigentlich. Ja, eigentlich genau. Das ist nicht nur eigentlich, das ist so. Und morgen Vormittag lade ich dann halt hoch. Hat auch mehrere Stunden dauert, aber wie gesagt, das ist so eine Arbeit, die kann nebenbei laufen, Anführungszeichen Arbeit. Das macht man einmal fertig und lässt man 7 Mal hochladen oder ich mache gleich 7, also die 14 zusammen. Mehr wie 15 sagt YouTube nee. Ist halt so. Ansonsten könnte ich da locker irgendwie wieder ins Bett legen, ne? Wenn er hochlädt. So. Hier ist jetzt, da hat er, oh ja, eingesagt gleich. Macht nichts. Wir machen das noch fertig. Oder machen wir in der nächsten Folge. So, die Schauer, das soll es ja schon gewesen sein. Ich sag mal tschüss. Ciao, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Ich grüße auch mal alle alten neuen Abonnenten. Ein dickes Dankeschön, dass ihr mich abonniert habt. Das bringt den Kanal ein Stückchen weiter. Stück für Stück. Kleine Schritte, sagen wir so. Aber man soll da geduldig sein, ne? Tschüss, ciao. Und ja, bis morgen. Tschüss. Oder bis in einer Stunde knapp oder weniger. Kettle und Kotz. Tschüss.